In den letzten 40 Jahren gab es Berichte über sie Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit der Raumfahrt durch Tests und Einzelberichte. In einem Science Alert Artikel zu diesem Thema wird Folgendes erläutert. Ein mysteriöses Syndrom hat die Sicht der Astronauten auf der internationalen Raumstation beeinträchtigt und zu unbehandelbarer Kurzsichtigkeit geführt, die auch nach ihrer Rückkehr auf der Erde monatelang anhält. Das Problem ist so schlimm, dass 2/3 der Astronauten berichten, dass sich das Sehvermögen nach einem Aufenthalt im Orbit verschlechtert hat. Jetzt sagen Wissenschaftler, dass sie endlich einige Antworten haben. Und es sieht nicht gut aus, für unsere Aussichten zum Mars zu gelangen. Niemand ist seit 2 Jahren damit konfrontiert. Und die Sorge ist, dass wir Sehverlust haben, sagte Dory Donneville vom US-amerikanischen National Space Biomedical Research Institute. Das ist katastrophal für einen Astronauten. Anfangs dieses Jahres berichtete die NASA, dass etwas im Weltraum das perfekte Sehvermögen ihrer Astronauten beeinträchtigt und ihre Sehqualität langfristig beeinträchtigt. Der Astronaut Scott Kelly, dessen außergewöhnliche Vision Teil des Grundes war, warum er als Amerikaner erster Astronaut ausgewählt wurde, der sein einziges Jahr im Weltraum verbracht hat, sagt, dass er seit seiner Rückkehr gezwungen war, eine Laserbrille zu tragen. Die NASA vermutete, dass die als YIIP bezeichnete Erkrankung durch die mangelnde Schwerkraft im Weltraum verursacht wurde. Die meisten Astronauten spüren in den ersten Tagen Weltraum Schwindel und Übelkeit, aber verschwommenes Sehen scheint nachhaltiger zu sein. Dieses Syndrom wurde erst in diesem Jahrhundert entdeckt, aber diese Tatsache wurde uns vor 1400 Jahren im Heiligen Koran offenbart. Sie glauben die Botschaft nicht, wie diejenigen, die ihnen vorausgegangen sind. Selbst wenn wir ihnen von Himmel aus eine Tür öffneten und sie weiter durch sie gingen, sagen sie, unser Anblick ist verblüfft, vielmehr wurden wir verhext. Sukidat auf Arabisch bedeutet betrunken zu werden und demnach sind die Blicke der Menschen verschwommen, wenn sie in den Himmel gelangen. Wir wissen, dass Astronauten Sehstörungen haben. Der Koran ist nicht das Wort eines Menschen, sondern das Wort eines Schöpfers, der die Details seiner Schöpfung kennt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wir werden unsere Zeichen überall auf Erden und an ihm selbst sehen lassen, damit ihnen deutlich wird, dass es die Wahrheit ist.